Ziel aktualisiert, überladen Sie den Beta-Kern. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alien Isolation. Ich habe Angst. In der letzten Episode oder in den letzten zwei Episoden wurden wir ständig vom Alien oder von den Aliens getötet. Und da ist es auch schon wieder. Oh nein. Wir müssen nämlich jetzt, wir sind im Maschinenraum und müssen halt, wie eben schon gesagt, den Beta-Kern überladen. Aber vorher müssen wir an den Aliens vorbei. Facehugger sind auch jetzt dabei. Sind böse, die sind aber relativ einfach kalt zu machen. Und ich bin natürlich etwas zornig und genervt mittlerweile, denn ich verstehe es einfach nicht. Mir wurde mal schon öfter gesagt, einfach mit dem Flammenwerfer auf das Alien einmal kurz raufhalten und es verschwindet. Bei mir ist das selten der Fall. Ich weiß nicht, ob die alle auf einfach gespielt haben. Ich spiele ja auf Mittel, auch nur auf Mittel. Dennoch bin ich so schlecht, wie es ausschaut. So, können wir noch ein Medikit bauen? Ja, wir können noch ein Medikit bauen. Das bringt uns natürlich nichts, wenn uns das Alien sofort packt. Wenn es uns umrennt, dann lieber so Medikit reinhauen, als dass es uns dieses zweite Maul ins Gesicht haut. Oder was auch immer. So, da ist noch ein Mensch. Und natürlich sind hier mehrere Anzeigen, denn es sind entweder mehrere Aliens oder die ganzen Facehugger. Oder die Menschen, die leben. Flammenwerfer, Brennöl, Bindemittel, Bindemittel. So, schlag mal Flammenwerfer nach. Ich meine, wenn ich einen Alien sehe und einmal mit einem Flammenwerfer gegenhaue und es würde verschwinden, wie immer bei den anderen Leuten, dann wäre ich ja schon zufrieden. So, links kommt gleich wieder ein kleiner Facehugger. Und dann kommt gleich auch schon wieder die Mami oder... Ja, ja, es gibt's doch nicht. Gerade reagiert, aber nein, ich könnte kotzen. Und keiner von den ganzen Idioten braucht mir sagen, ich habe auch schwer gespielt und bin nie gestorben oder so. Bullshit ist das. Ich meine, ich drehe mich gerade um, drücke Flammenwerfer natürlich, rechte Maustaste, ne, zielen und dann sofort die linke. Doch, alles ist vergebens. So. Und es geht... Wie lange haben wir jetzt gespielt? 3 Minuten oder so, wenn überhaupt. Und schon wieder tot. Gucke ich da hinten nochmal rein? Nein, da habe ich eigentlich alles mitgenommen. Medikit bauen. Ich gehe jetzt einfach nochmal nach da hinten. So, das Ding zappelt immer noch tot rum. Schrott können wir jetzt noch mitnehmen. So, und der hier ist jetzt leer. Der ist leer? Gut. Hier wieder rein. Ich habe eben bei Steam nochmal geguckt. Ich habe jetzt die 13. Mission abgeschlossen. Es sollen ja 18 Missionen sein. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass eine Zeit lang immer mal nicht gesagt wurde, welche Mission ich jetzt war oder abgeschlossen hatte. Wahrscheinlich ist es auch besser, wenn ich es gar nicht weiß. Oh. Da drüben ist es. Kommt jetzt von links? Ne, da war ja zu. Was haben wir hier noch Schönes? Sensor. Schrott.
Suche, Schrott ist voll jetzt mittlerweile. Sensor. Wo kann ich einen Sensor reinhauen? Hallo? Fix hier wieder rein. So, mal sehen, ob jetzt das Brüderlein oder Schwesterlein oder Cousinchen, was auch immer, gleich wieder kommt. Ja. Weil ich wahrscheinlich Lärm mit dem Flammenwerfer gemacht habe. Also eines Tages, wenn ich das Spiel durchhaben sollte und ich nichts anderes zu zocken habe, dann werde ich das Spiel nochmal spielen, weil es halt schon ein bisschen Spaß macht, außer diese komischen Passagen. Dann werde ich es aber auf leicht spielen, um herauszufinden, ob es denn so viel einfacher ist. So, wo ist dieser Franz Egon jetzt? Irgendwo. Versteck mich hier drin. Oder kann ich vielleicht die Facehugger? Ist es da? Kann ich vielleicht die Facehugger mit dem Bolzenschießer kaputt machen, weil der ja leise ist? Geh mal raus. Ist voll natürlich. Das ist ja was zu durchsuchen. Nee. Verstecken. Mann, ich will nicht immer sterben, verdammte Kacke. Sie sind überall. Da ist ein Lüftungsschacht. So, hier kann ich mich nirgends verstecken. Sprengkapsel, Bindemittel. Gefahr ist nah, scheißegal. So, hier sind wir richtig. Ich hab Angst. Ethanol? So, kommt jetzt wieder die Familie. Ja.
Geh weg. Scheiße. Jawohl. Oh Mann. Ja, da hätte ich dann natürlich, denke ich mal, wieder sofort auf Angriff gehen müssen. Und wir haben ja gespeichert. Das Vieh ist immer noch tot. Nee. Ist tot oder was? Keine Ahnung. Was haben wir hier Schönes? Ethanol. Taschenlampenbatterien. So, sind aufgeladen. Dann nehme ich die jetzt mal. So. Kein Strom. Oh, suchen. Sprengkapselsensor. Munition für Bolzenschneider. Bolzenschießer. Kein Strom. Mhm. Was ist, habe ich schon da hinten übersehen? Keine Ahnung. So, kein Strom. Muss ich erst hier ran? An diesem Ding? Beta-Leitung aktivieren. So, die Beta-Leitung war jetzt... Kernleitung Beta. Leiten Sie den Strom zum zentralen Kern um. Na gut, dann gehe ich erst diesen einen Gang jetzt, wie es ausschaut. Munition für Bolzenschneider. Wo ist das Miss P? Wo ist es? Hier ist noch ein Flammenwerfer. Oh. So, hier ist ja nix. Scheiße, was hat schon wieder Kacke! Was ist das hier für ein Gang? Nee, da war ich ja. Da ist ja nix. Da war ja Sackgasse. Ich muss dort irgendwie hin. Von hier bin ich gekommen. So, das hier hat alles hingehauen. Das ist Alpha, Beta. Da muss doch noch irgendwas sein. Ladungspack. Kein Strom. Ja, wo kriege ich den Strom jetzt her? Dann muss ich wieder ganz zurück und dann sterbe ich ja tausendmal.
Na toll. Das war das Ding da. Ja, gehe ich wieder ganz zurück. Ah. Ah. Nee, hä? Doch. So, hier hin. So, schlag mal Flammenwerfer ab, Brennöl nach. So, wenn der Hinweg so einfach gewesen wäre, dann hätten wir ungefähr bestimmt locker 20 Minuten gespart. Ist hier irgendwas? Nee. Schrott. Ich will jetzt nicht speichern. So. Achso. So, hier waren wir ja. Aber hier war ja alles gemacht. Oder nicht? Hier ist doch noch... Hier ist doch noch was. So, ich ist tot, wenn ich da rangehe. Mach ich mal lieber nicht. Ne, hier haben wir alles. Was zeigt denn der Penner mir hier an? Von Interesse ist das doch, oder nicht? Ne, Gerät, Werkzeug, Waffe. Zeigt er mir jetzt auch, Gerät, Werkzeug, Waffe. Ja, das geht nicht. Okay, ich gehe zurück. Obwohl. Ganz zurück. Ach so, gehe ich jetzt erstmal raus und mache das mit diesem Alpha-Ding draußen wahrscheinlich mal. Mache ich mal. Weil sonst weiß ich auch nicht weiter. Das werden wir aber in der nächsten Episode machen. Ich verstecke mich mal eben. So, wir laufen hier wieder viel umher oder irren umher. Doch, wir haben jetzt hier schon die Lage gecheckt. Wir können das Ding da hinten noch nicht aktivieren. Wir wollen jetzt noch mal kurz ein Stückchen raus und gucken, ob wir jetzt diesen Alpha-Kern da irgendwie aktivieren können müssen oder so, bevor wir da beim Beta-Kern dann endlich Strom haben. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao! Kacke! Immer sterbe ich! Okay.